Ja, herzlich willkommen dir da bei mir. Merci. Bitte und auch euch da draußen ein schnuseliges Hallo zur neuesten Ausgabe von Game TV. Endlich mal wieder gamen. Was ist jetzt schon? Euphorie. Zu viel Testosteron. Testosteron. Könnte man heute aber brauchen. Wobei wir ja, doch, um Kämpfen geht es im weitesten Sinn. Ja, heute in Game TV haben wir natürlich wieder zwei Bäumig. Krasse Spiel für euch am Start. Und das eine geht vom Titel her ein bisschen in griechischen Raum, weil das Spiel nennt sich Eschatos. Griechisch Gott von der? Nein, ist kein Gott. Das heisst irgend so etwas wie äußerst aussen oder am weitesten weg oder sonst irgend so etwas. Aber sonst hat das mit Griechisch gar nichts zu tun, weil es ist ein japanischer Titel und ihr habt es gerade gesehen, um was es geht. Es ist ein sogenannter Vertical Shooter im Stil von ja, alten Games aus den 80er Jahren, so Spielhallen-Teils. Ja, Raumschiffli-Ballerei vom Feinsten, würde ich mal sagen. Und ob das Spiel wirklich so toll ist, wie ich so jetzt versuche zu verkaufen, das checken wir dann wirklich noch ab. Und für all die, die finden, ja nein, Spielhalle, 80er Jahre, da bin ich ja noch nicht mal auf der Welt gewesen. Was soll das überhaupt? Für die haben wir auch noch etwas anderes am Start. Und zwar schauen wir uns den neuesten Rally-Titel an, der sich da nennt. Dirt. 3. 3. Dirt 3. Genau, Dirt 3 oder zu Deutsch Dirt 3. Dirt 3 von Codemasters, der neueste Teil aus der Dirt-Reihe. Und ob das Teil toll ist und an Erfolg der Vorgänger kann anknüpfen, auch das checken wir heute ab. Ja, das wäre es schon fast gewesen von unserem Programmüberblick von heute. Wir haben natürlich auch noch einen schönen, frischen Wettbewerb für euch am Start. Und was ihr dort gewinnen könnt, erfahrt ihr gegen das Ende dieser Sendung. Und am Anfang dieser Sendung steht immer was? New. Richtig. Watch and play. Game TV. Ubisoft hat die Entwicklung von Tom Clancy's Ghost Recon Online angekündigt. Tom Clancy's Ghost Recon Online ist ein deckungsbasierter Mehrspieler-Taktik-Shooter in der Third-Person-Perspektive, den Ubisoft Singapur auf Free-to-Play-Basis entwickelt. Tom Clancy's Ghost Recon Online verbindet die Qualitäten der Ghost Recon-Marke mit einem dynamischen Online-Client-basierten Free-to-Play-Spiel und wird im Sommer 2011 in die Closed Beta starten. Mit Tom Clancy's Ghost Recon Online liefert Ubisoft die bisher gemeinschaftlichste und nach den eigenen Wünschen anpassbare Erfahrung im Ghost Recon-Universum. Das Spiel bietet den Fans die Möglichkeit, einen Spielcharakter anzulegen und mit ihm in die Schlacht zu ziehen. Tom Clancy's Ghost Recon Online bietet drei verschiedene Klassen, bei denen der Spieler nicht nur die Waffen auswählen, sondern auch verschiedenste moderne Technologien verwenden kann, um in hitzigen Situationen wichtige Informationen mit seinen Teamkameraden zu teilen. Said she wants me all to herself. Ain't that good news? Man, ain't that news? Game TV.
globale Schlacht wird am 8. November beginnen. An diesem Tag wird das Phänomen Modern Warfare mit dem weltweiten Release von Call of Duty Modern Warfare 3 zurückkehren. Call of Duty Modern Warfare 3 ist der neueste Teil von Activisions Action-Serie und wird von Infinity Ward und Sledgehammer Games entwickelt. Call of Duty Modern Warfare 3 ist bis jetzt die mit Abstand epischste Call of Duty-Erfahrung. Die Teams von Infinity Ward und Sledgehammer Games haben unermüdlich daran gearbeitet, ein unvorstellbares Spektakel mit einer Finesse und Kreativität zu schaffen, die das Genre auf einen neuen Level bringen, so Erik Hirschberg, CEO von Activision Publishing Incorporated. Die Leidenschaft und Energie unserer Entwickler spiegelt sich in allen Elementen des Spiels wider. Mit innovativem Gameplay, filmischer Intensität und dem hochentwickelsten Multiplayer aller Zeiten wird Modern Warfare 3 die Messlatte für dieses bereits unglaubliche Franchise noch höher legen. Atari hat bekannt gegeben, dass das Action-Rollenspiel Dungeons & Dragons Daggerdale ab sofort über Xbox Live Arcade als Download für 1200 MS-Punkte verfügbar ist. Baby's coming home tomorrow. Ain't that news? Man, ain't that news? Dungeons & Dragons Daggerdale, ein Hack-and-Slash-Action-Rollenspiel, das tief in der Mythologie der vergessenen Königreiche angesiedelt ist, ist das erste Dungeons & Dragons Videospiel für Konsolen, das auf den Regeln der vierten Edition basiert. Die Spieler werden von einem mysteriösen Magier gerufen und mit der Aufgabe betraut, ihre Heimat von Retzlus, einem bösen Zentarin-Kleriker, zu beschützen, der die Macht des schwarzen Lords Bane auf Daggerdale und den Rest von Daggerfalls loslassen möchte. Die Spieler müssen die Ordnung in Nentiatal wiederherstellen, indem sie die Geheimnisse der Minen von Tetiamar entschlüsseln, das Böse im Innern des Turms der Leere besiegen und schließlich Retzlus persönlich gegenübertreten. Macht euch bereit für Romantik und 80er Jahre Nostalgie auf dem Mars. Der neue Trailer zu Red Faction Armageddon erzählt die Liebesgeschichte des Helden Darius Mason und der Schmugglerin Kara. Das neue Video wurde im Sketch-Mode-Stil gestaltet und ist eine humorvolle Hommage an den unvergessenen Musikclip zu Take On Me der norwegischen Band A-ha aus dem Jahre 1986. Dabei wechselt der Trailer zwischen Schwarz-Weiß-Comic-Look und farbigem Ingame-Material aus dem Spiel, ähnlich wie im Original, wo sich Rotoskopie und Realfilm miteinander vermischen. Im Gegensatz zu Aha-Sänger Morten Harkett verteidigt sich Red Faction Armageddon-Protagonist Darius Mason freilich nicht nur mit bloßen Fäusten, sondern vor allem mit einzigartigen Waffen wie dem Magnetgewehr. Der Sketch-Mode ist fester Bestandteil von Red Faction Armageddon. Spieler können den Sketch-Mode selbst freischalten, vorausgesetzt sie bewähren sich tapfer in der actiongeladenen Schlacht gegen böse Sektenanhänger und monströse Aliens. Red Faction Armageddon erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 7. Juni 2011 für PC, PS3 und Xbox 360 sowie gemäß USK ab 18 und ungeschnitten. A party at the station. Ain't that good news? Man, ain't that news? I'm Sean Ramjag Singh, line producer on NHL 12, and I'm here to talk to you about some of the exciting new features in this year's game. EA Sports hat in den vergangenen Tagen die neuen Features des am 8. September erscheinenden EA Sports NHL 12 enthüllt. Man, ain't that news. Im überarbeiteten Bio-Pro-Modus wird der Spieler zum Superstar und erlebt dank der Full-Contact-Physik-Engine die ganze Action und Energie des Eishockeysports. Hier kann der Spieler seine persönliche Profikarriere starten, legendäre Sportmomente erleben, historische Rekorde brechen und sich somit einen Platz in den Geschichtsbüchern der NHL sichern. Die neue Full-Contact-Physik-Engine von NHL 12 erlaubt es dem Spieler, sowohl mit seinen Gegnern, Teammitgliedern und sogar mit der Spielkulisse aktiv zu interagieren und dadurch hautnah zu erleben, wie aggressiv und spielerisch komplex dieser Sport wirklich ist. Darüber hinaus bietet NHL 12 den Spielern in diesem Jahr erstmals dynamische Torhüter. Im neuesten Teil der Serie ist es möglich, den Torhüter zu Boden oder zur Seite zu rempeln. Selbst in Bedrängnis zaubern die besten Goalies jedoch spektakuläre Paraden aufs Eis. Als besonderen Leckerbissen kehrt die beliebte Kampfengine aus NHL 10 mit brandneuen Torhüterkämpfen zurück. Nobody else said she wants me all to herself.
Ain't that good news? Die brandneue Grafik verleiht NHL 12 einen modernen, realistischen Look, welcher dem Spieler das Gefühl verleiht, mitten in einer TV-Live-Übertragung über das brutalste Eis der Sportlandschaft zu hetzen. Im 2011 NHL Winter Classic, einem der größten Eishockey-Events der Welt, tritt der Spieler in der Heinz Field Arena in Pittsburgh an. Der dem NHL Game Center Ice Tracker nachempfundene eSports Action Tracker analysiert jede Reihe und lässt den Spieler kein noch so kleines Detail verpassen. Außerdem hat eSports verlauten lassen, dass sich Fans der Serie in den kommenden Monaten neben der eSports Hockey League und dem Hockey Ultimate Team noch auf viele weitere Neuigkeiten freuen können. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ain't that good news? Man, ain't that news? Good news. Good news. Ain't that good news? Ain't that news? Good news. Watch and play. Game TV. Da sind wir wieder nach den News. Und das bedeutet für euch und natürlich auch für uns, wir legen los mit dem Programm von dieser Woche. Sprich, die zwei Spiele, die ich euch eingehend schon kurz vorgestellt habe. Und der Anfang in die heutige Sendung, der macht einen Titel aus Japan, der nur in Japan, nein, er ist nicht nur in Japan erhältlich, aber es gibt ihn nur als japanische Version. Jetzt könnt ihr auch fragen, ja, wieso zeigen wir euch denn das Ganze, was sich Eskatos nennt? Tja, das erfahrt ihr in unserem grossen Review, wo wir jetzt für euren Start haben. Und dort versuchen wir natürlich auch herauszufinden, ob das Eskatos so gut ist, dass man sich es auch als japanische Version zutun sollte. Eskatos ist in Japan ein Vertical Shooter im Retro-Look erschienen, der sich nicht nur optisch an den guten alten Spielhallenklassikern der 80er Jahre orientiert. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum man sich die Importversion zulegen sollte. Ganz einfach, weil Eskatos als sogenannte Region-Free-Version herausgegeben worden ist. Das heißt, man kann den Titel auf jedem Xbox-System weltweit zocken. Warum das Game sonst noch spielenswert ist, zeigen wir euch jetzt in unserem ausführlichen Review. Die Spielmechanik von Eskatos ist ziemlich simpel, macht dafür aber umso mehr Spaß. Man dirigiert in bekannter Shoot-em-up-Manier ein Raumschiff auf dem Bildschirm hin und her und versucht, gegnerischen Geschossen auszuweichen und die feindlichen Flugobjekte möglichst allesamt vom Himmel zu ballern. Dazu hat man drei Hilfsmittel zur Verfügung: einen starken Einzelschuss, Streufeuer sowie einen Schutzschild. Der Einzelschuss ist ziemlich durchschlagskräftig und zerstört so ziemlich jeden Gegner, wenn man ihn denn trifft. Mit dem Streuschuss hingegen kann man zwar mehrere Feinde gleichzeitig bekämpfen, er ist aber um einiges schwächer und seine Reichweite ist relativ gering. Speziell am Waffensystem in Eskatos ist, dass ihr hier im Unterschied zu den meisten anderen Vertical-Shootern unbegrenzt Munition für beide Kanonen habt, dafür aber keine Power-Ups einsammeln könnt, die eure Waffen verbessern oder ändern. Der Schutzschild hat eine spezielle Bedeutung. Mit seiner Hilfe könnt ihr zwar Geschosse, die frontal auf euch zukommen, abwehren, dafür aber könnt ihr, während der Schild aktiviert ist, nicht selber feuern. Und diese Tatsache ist ziemlich wichtig, wenn es darum geht, einen Highscore einzufahren. Um nämlich die möglichst höchste Punktzahl zu erreichen, müssen die in Wellen angreifenden Gegner so schnell wie möglich ausradiert werden. Je schneller ihr eine Welle besiegt, je größer ist der Zeitbonus, den ihr erhaltet, und nur so habt ihr eine Chance, tatsächlich den Highscore zu knacken. Demzufolge ist jede Sekunde, in der ihr euren Schutzschild aktiviert habt, eine verschenkte Sekunde. Wie bereits erwähnt, gibt es in Eskatos keine Power-Ups in Form von Bomben, Waffen-Upgrades und dergleichen mehr. Dafür aber tauchen immer wieder sogenannte Screen-Clearing-Items auf, die den ganzen Bildschirm säubern, sobald ihr sie einsammelt. Die Gegnerschaft selbst ist ziemlich vielseitig, sowohl in Bezug auf ihr Aussehen als auch in Bezug auf ihr Verhalten und die Art, wie sie auf euch feuert.
Außerdem ändert ihr Verhalten auch stark nach gewähltem Schwierigkeitsgrad. Für ausreichend Abwechslung diesbezüglich sollte also gesorgt sein. Kratos kann wahlweise in den drei Varianten Original Mode, Advanced Mode und Time Attack gespielt werden. Während der Original Modus, wie eben beschrieben, funktioniert, startet man den Advanced Mode mit einer deutlich schwächeren Bewaffnung. Um mehr Durchschlagskraft zu erhalten, müssen hier die im Original Mode fehlenden Power-Ups eingesammelt werden, die eure Kanonen im Level aufsteigen lassen. Der wohl interessanteste Modus ist Time Attack. Hier gilt es, die Stages so schnell wie möglich zu durchspielen. Für abgeschossene Feinde gibt's hier keine Punkte, dafür aber extra Zeit. Außerdem verliert man hier keine Leben, sondern wird bei einem Abschuss mit 5 Sekunden Strafzeit belegt und die höchsten Punktzahlen kriegt der Spieler, der das Game am längsten am Laufen halten kann. Grafisch ist Ezratos kein wirklicher Reißer, im Gegenteil. Die Optik ist sehr einfach gehalten, kann aber zumindest mit Games aus der goldenen Spielhallen-Ära mithalten. Dafür wartet das Spiel immer mal wieder mit Perspektivenwechseln auf, vor allem während Bosskämpfen. Wie die Grafik, so versprüht auch die musikalische Untermalung ein echtes Oldschool-Feeling. Dafür sind die Lo-Fi-Melodien aber durchwegs eingängig und halten einen ziemlich lange bei Laune. Insgesamt ist Ezratos ein gelungener Vertical-Shooter, der Fans des Genres garantiert zusagen wird. Und falls ihr jetzt selber Bock habt, an diesem Game Hand anzulegen, da das Spiel ja wie gesagt region-free ist, sollten zumindest Fachhändler den Titel im Sortiment haben und durch die simple Handhabung bedarf es auch keiner Japanischkenntnisse, um mit dem Game klarzukommen. Du bist doch so ein Oldschool-Gamer. Jawohl. Oder? Dann hast du das jetzt sicher noch cool gefunden, oder? Klar. Super. Also, Ezratos, ziemlich cool. Und wie gehört und gesehen, es ist da bei uns natürlich erhältlich, sonst würden wir es euch ja nicht zeigen. Allerdings eben, es existiert nur als japanische Version. Schlimm ist das allerdings nicht, weil viel lesen oder daraus kommen muss man nicht. Man ist da relativ schnell mit dem Ganzen vertraut. Aber das ist ja eigentlich mit so pseudo-alten Spielen eh immer so gewesen. Oder anders gesagt, Games in den 80er Jahren, die hat man einfach begriffen, um was es geht. He? Nicht immer. Nicht immer? Nein, was hast denn du nicht begriffen? Ja, beispielsweise... das ist schon schwierig, hä? Siehst du, hä? Kid Icarus. Kid Icarus? Ja. Stimmt, das ist nicht so einfach. Schwierig gewesen. Wobei, aber worum es gegangen ist, hat man auch dort gerade schon... Eigentlich nicht. Jetzt kommst du einfach rauf. Okay. Und Lolo. Ja, genau. Schwierig. Ja, also Kid Icarus. Das Spiel, das wir vielleicht nächste Woche zeigen. Ich glaube es zwar nicht. Aber nochmal schnell zum Ezratos zurück. Ich finde, es macht Spass. Es ist cool. Es ist bunt. Schönes Retro-Flair, das das versprüht. Also, wenn ihr auf der Erdung steht, ziehen sie doch rein. Tja. Vielleicht findet ihr aber nein. Ich will lieber im Dreck. In Sand, in Schlamm, in Schnee. Und zwar das nicht zu Fuß, sondern auf 4 Räder. Sprich, ich wollte ein bisschen Rallye bolzen. Und wenn ihr das wollt, dann trifft es sich doch ziemlich optimal, dass in diesen Tagen Dirt 3 neu erschienen ist. Dirt 3 muss man, glaube ich, allen Race-Fanatiker und Fahrfreundinnen nicht mehr gross vorstellen, oder? Nein. Nicht, hä? Finde nicht. Es ist ein Rallye-Titel, wo eben ja schon der dritte Teil jetzt neu erhältlich ist. Und Dirt gehört somit unter zu den besten Rallye-Games überhaupt. Und ob sich das auch weiterzieht im neuesten, sprich eben dritten Teil, das könnt ihr euch da jetzt mal anschauen.
Dirt-Rennspiele gehören zweifelsohne zu den besten Rallye-Titeln auf dem Markt. Vor wenigen Tagen hat Codemasters nun den dritten Teil der Serie veröffentlicht und wir gehen im Folgenden für euch der Frage nach, ob der neueste Ableger auch wieder ganz vorne mitfährt und ob sich ein Kauf von Dirt 3 demzufolge lohnt. Wie bereits seine Vorgänger kommt auch Dirt 3 als Mischung aus Actionraserei und Rallye-Simulation daher und schon nach wenigen Runden im Dreck fällt einem das herausragende Fahrgefühl des Titels auf. So viel also schon mal vorweg. Wer beim über Stock und Stein rasen auf eine gehörige Portion Spielspaß setzt, kommt hier voll auf seine Kosten. Zunächst aber fällt die neu gestaltete Menüführung des Spiels auf. Bewegte man sich in Dirt 2 noch durch einen virtuellen 3D-Rennstall, klickt man sich nunmehr durch weniger pompös aufgemachte Menüs, die eher durch ihre Zweckmäßigkeit denn durch großartig animierten Schnickschnack überzeugen. Von hier aus können zahlreiche Optionen eingestellt werden und man kann zwischen verschiedenen Turnieren wählen. Kernstück des Games ist die rund 20 Stunden umfassende Kampagne, die einen über den gesamten Erdball führt und 8 komplett neue Szenarien bietet. So brettert man unter anderem durch Kenia, Norwegen, Monaco und Aspen bis nach Michigan und Battersea in London. Völlig neu für die Serie ist, dass man jetzt auch erstmals über verschneite Pisten bolzen darf, was für die nötige Portion Abwechslung in Bezug auf die Fahrweise sorgt. Außerdem wartet Dirt 3 mit dynamischen Wettereffekten auf, die das realistische Fahrfeeling um einiges verstärken. Der Karrieremodus bietet 6 recht abwechslungsreiche Rennmodi. Die meisten davon, wie etwa der Trailblazer-Mode, sollten dabei aus dem Vorgänger bekannt sein. Allerdings darf man sich auch auf ganz neue Spielvarianten, wie etwa den Gymkhana-Modus, freuen. Hierbei gilt es, auf Parkplätzen oder in Außenbereichen von Fabrikanlagen wahnwitzige Sprung- und Driftstunts möglichst fehlerfrei aneinander zu reihen, um Punkte einzufahren. Was natürlich nicht allzu einfach ist. Wer seinen Boliden dabei nämlich in eine Wand setzt oder vorgegebene Stunts nicht perfekt ausführt, geht auch auf der untersten Schwierigkeitsstufe leer aus. Was den Wiederspielwert ungemein in die Höhe schnellen lässt, sind die kniffligen Bonusziele, die in jedem Modus und auf jeder Strecke erfüllt werden können. Seien dies möglichst lange Drifts oder die Ziellinie so langsam wie möglich zu überqueren, wer alle Bonusziele erfolgreich abschließen will, muss sich darauf gefasst machen, jedes Rennen nicht nur einmal in Angriff nehmen zu müssen. Im Vergleich zum Vorgänger ist die Gegner-KI in Dirt 3 nicht mehr ganz so aggressiv ausgefallen. Die Kontrahenten überholen stets fair und lassen einen eigentlich so lange in Ruhe, bis man selber anfängt, sie zu bedrängen. Dann allerdings kennen sie kein Pardon und man kann sich, bei entsprechend angriffslustiger Fahrweise, auch wieder auf knallharte Duelle freuen. Apropos Duelle, die für die Serie typische Rückspulfunktion ist auch diesmal wieder mit von der Partie. Misslingt einem mal ein Ausweich- oder Überholmanöver, darf man kurzerhand nochmal probieren. Das heißt allerdings nicht, dass Dirt 3 deswegen ein besonders anfängerfreundlicher Renntitel wäre. Auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad kann man sich nur sehr wenige Fehler erlauben, will man eine Schlammschlacht als Sieger beenden. Zwar kann man sich neu die Ideallinie sowie Brems- und Einlenkpunkte anzeigen lassen, doch auch das hilft nur bedingt. Grafisch unterscheidet sich die neueste Dirt-Version nicht groß von ihrem Vorgänger.
Muss sie aber auch nicht. Die Entwickler haben auch im dritten Teil wieder auf die Neon-Engine gesetzt, die abermals ganze Arbeit leistet und einmal mehr eindrücklich zeigt, wie moderne Rennspiele auszusehen haben. An dieser Stelle sei vor allem auf die hervorragende Weitsicht und nochmals auf die tollen Wettereffekte hingewiesen, die für ein optisches Spektakel auf dem Bildschirm sorgen. Was sich in visueller Hinsicht allerdings augenscheinlich verbessert hat, sind die Automodelle sowie die optischen Schadensmodelle und die 3D-Cockpits, die durch ihre Fülle an Details durchs Band überzeugen können. Akustisch lässt der Titel auch keine Wünsche übrig. Die Motoren dröhnen mit der nötigen Power, der Soundtrack passt insgesamt sehr gut zur Action auf den staubigen Strecken und Blechschäden machen sich durch das passende Scheppern bemerkbar. Mit Dirt 3 hat Codemasters zum wiederholten Mal ein herausragendes Rennspiel veröffentlicht, das alle Rallye-Fanatiker garantiert zu begeistern vermag. Vor allem die Fahrphysik, die neuen Schnee- und Nachtrennen sowie der neue Gymkhana-Modus machen den Titel abwechslungsreicher als je zuvor und verleihen ihm einen für das Genre extrem hohen Wiederspielwert. Wer auf actionlastige Rallye-Kost mit einer gehörigen Portion Anspruch steht, kommt um Dirt 3 kaum herum. Königsetappe Italien. Italien? Ja, ich würde schon sagen. Ist noch schwierig. Viele Korben. In Italien? Ja. Woher weißt du das? Hast du das schon gespielt? Ja, klar. Ehrlich? Das ist krass. Die Kameraleute, die haben die Games noch früher als ich selber. Aber Dirt 3 macht Spass, ist cool und muss einmal mehr sagen, die Mischung aus Action-Racer, also Arcade-Spiel und eben Rallye-Simulation, die ist wirklich perfekt nahezu gelungen. Also man kommt da relativ schnell zu Schlag, obwohl einfach ist es eben gleich nicht. Und ja, outstanding in Sachen Fahrphysik und Fahrfeeling, muss ich sagen, da haben die Jungs von Codemasters oder wie auch immer wieder einiges an Arbeit geleistet, um ein wirklich spassiges Rallye-Erlebnis zu bieten. Jetzt habe ich fast schon wie ein PR-Manager geschnurrt über das Spiel. Ich finde auch. Hei, 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 hei. Marketing. Marketingstrategie vom Feinsten. Also, Dirt 3, toller Titel, kann man sich zutun, wenn man dann will. Und wenn man nicht will, dann könnte man was machen? Am Wettbewerb teilnehmen. Richtig. Wow! Mach mit beim Game TV Wettbewerb von dieser Woche und gönn wieder mal einen super bäumigen Preis. Wir verlosen jetzt nämlich den neuesten Rallye-Titel Dirt 3 für die Xbox 360 und zwar genau einmal. Um mitzumachen, musst du nur die folgende wirklich nicht so schwere Frage beantworten. Wie heisst der Entwickler von Dirt 3? A. Polyphony Digital, B. Codemasters. Schick ein Mail mit dem Betreff Dirt plus A oder B an gametv@startv.ch. Und mit ein bisschen Glück kannst du schon bald in deinen virtuellen Lieblings-Rallye-Wagen steigen und dich durch Schlamm, Staub und Schnee an die Spitze der Rallye-Weltmeisterschaft kämpfen. Wünscht dir viel Glück. Hä? Darf ich auch mitmachen? Du? Ja. Ich glaube schon. Ja. Also, oder hat irgendeiner mal gesagt, Star-TV-Mitarbeiter? Oder das dürfen wir glaube nicht. Da kommt dann die WK oder sonst irgendjemand und sagt nein. Und sagt,
dürfen oder nicht. Und sagt Sonic Boom. Genau, dann behalte ich halt wieder für mich den Preis. Ich darf ja, oh nein, ich mache nicht mit, ich behalte ihn einfach. Nein, nein, natürlich nicht. Also, machen wir mit dem Wettbewerb. Der Kameramensch steht außer Konkurrenz. Und ich natürlich auch. Und darum vergrößert das eure Chancen auf diesen Preis. Tja. Ich rede nicht mit dir. Nicht? Nein. Muss ja nicht. Weil die Sendung ist jetzt eh fertig. In dem Fall. Also, Schnauze. Und euch wünsche ich eine schöne Woche. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Dann natürlich wieder mit dieser schnusseligen Sendung. Bis dann, macht's gut. Und? Ade miteinander. Tschüss. TV.